Deutschland ist gerade ein f***ing Löwe unterwegs. Okay, alles klar. Reden wir über Löwen. Warum nicht? Also vielleicht für den Anfang erstmal ein paar Randnotizen. Das Tier wurde im Süden unterhalb von Berlin in der Nacht von jemandem aufgenommen. Einige sind sich noch nicht sicher, ob das wirklich ein Löwe ist. Irgendjemand hat gesagt, es könnte auch ein Puma sein. Ich persönlich glaube, dass das zweifelsohne ein weiblicher Löwe ist. Es könnte aber auch sein, dass es ein jüngeres Tier ist und dann kann es auch sein, dass er männlich ist. Ja, weil bei jungen Löwen die Mähne in der Regel nicht oder noch nicht ausgeprägt ist, wie wir es bei einem erwachsenen, stattlichen Löwenmann sehen. Also vielleicht ist es auch ein junges Männchen. Diese Massenpanik, die hier gerade ausbricht, ist die berechtigt? Und naja, wir haben hier durchaus eine sehr gefährliche Situation gerade. Jetzt werden sich vielleicht einige Zuschauer denken, naja, warum machen wir jetzt hier wegen einem einzigen Löwen in Deutschland so ein Riesentheater, während andere Leute einfach zusammen mit Löwen auf einem Kontinent leben? Und naja, das ist eben der springende Punkt, denn ein afrikanischer wildlebender Löwe ist ganz was anderes als das, was wir hier gerade haben. Wildlebende Löwen, die in freier Natur irgendwo in der afrikanischen Savanne vorkommen, haben noch ihr Instinktverhalten gegenüber den Menschen ausgeprägt. Diese Tiere sehen den Menschen normalerweise nicht als Beute, sondern eher als Störung oder oft auch als Bedrohung. Freilaufende afrikanische Löwen gehen Menschen aus dem Weg. Wenn du in der Savanne bist, irgendwo in Afrika, und du siehst einen Löwe und du gehst auf diesen Löwen ganz selbstbewusst und direkt zu, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dieser Löwe die Flucht ergreift, auch wenn er größer und stärker ist als du, weil er ganz einfach keinen Ärger haben will mit dir. Ja, nicht, dass ich das jetzt empfehlen würde. Ja, bitte geh nicht auf Löwen zu, okay? So, ich hab's dir gesagt, was du jetzt tust, ist deine Entscheidung. Aber auf jeden Fall suchen wild lebende Löwen nicht den Kontakt zu Menschen. Das hier ist allerdings kein wild lebender Löwe. Kein Mensch weiß, woher das Tier kommt. Es könnte sein, dass er vielleicht irgendwie aus dem illegalen Handel stammt. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass dieses Tier von Menschen schlecht behandelt wurde oder sogar im schlimmsten Fall misshandelt wurde. Und ein Löwe hat ein Gehirn, und zwar ein Säugetiergehirn. Das bedeutet, er hat einen präfrontalen Kortex und das bedeutet wiederum, der Löwe hat alle Gehirnareale, die notwendig sind, um unterscheiden zu können, was ist vernünftig und was ist unvernünftig. Die Tiere können unterscheiden zwischen gut oder schlecht. Sie haben auch alle Gehirnareale, um sowas wie Rachegefühle wahrnehmen zu können. Und wenn ein Löwe die ganze Zeit von Menschen scheiße behandelt wird und dann irgendwann ist er außer Kontrolle und ist irgendwo auf freiem Fuß, dann kann es sein, dass dieser Löwe nicht gerade gut auf Menschen zu sprechen ist. Ja? Wir kennen das, wenn Hunde zum Beispiel, ich sag mal, von Kindern schlecht behandelt wurden, dann mögen die keine Kinder mehr. Du kannst Kinder nicht mehr zu diesem Hund hinlassen. Bei einem Löwe ist es ungefähr so ähnlich. Ja? Das sind sehr intelligente Tiere und das sind verdammt gute Räuber noch dazu. Und ich sag dir ganz ehrlich, du willst nicht mit einem Löwen zusammenkommen, der domestiziert wurde und jetzt außer Kontrolle ist und möglicherweise einen Hass auf Menschen schiebt. Auf diesem Bild habe ich außerdem den Eindruck, dass dieses Tier ziemlich abgemagert ist. Der Hals wirkt irgendwie relativ dünn und es sieht so aus, als würde der Brustkorb hier hervorstehen. Das kann jetzt natürlich auch alles an den Schatten und an der Perspektive liegen und in Wirklichkeit haben wir hier ein ganz gut genährtes Tier vor uns. Aber für den Fall, dass das nicht so ist, für den Fall, dass wir hier ein stark ausgehungertes Tier haben, das alles macht die Sache noch ein bisschen gefährlicher, ja? Wir wissen nämlich auch nicht, wie lange dieser Löwe schon unterwegs ist. Ja, also der kann auch schon wochenlang unterwegs sein und erst jetzt von jemandem gesehen worden sein. Wir wissen gar nichts über dieses Tier. Jedenfalls bedeutet das, dass wir hier in diesem Gebiet, wo dieses Tier aufgetaucht ist, durchaus eine sehr gefährliche und ernstzunehmende Situation haben. Was ist jetzt zu tun? Die Leute, die in diesem Gebiet wohnen, sollten vielleicht jetzt mal unbedingt nicht alleine hinaus in die Wälder gehen, insbesondere nicht in der Nacht. Und insbesondere nicht mit irgendwelchen Haustieren. Und wenn man unbedingt rausgehen muss, am besten in einer großen Gruppe rausgehen. Und wenn die Möglichkeit besteht, sollte man sich vielleicht noch mit Pfefferspray oder noch besser mit Bärenspray bewaffnen. Ich weiß jetzt nicht, wie die gesetzliche Lage in Deutschland ist. Ich wohne nicht in Deutschland und bin kein Deutscher, okay? Deswegen kann ich da auch jetzt und möchte ich auch keine gesetzliche Beratung geben. Aber für den Fall, dass das bei euch erlaubt ist, solltet ihr euch da auch darüber Gedanken machen.
wenn ihr unbedingt rausgehen müsst. Ja, ansonsten bleibt einfach zu Hause. Wenn man dem Tier begegnet, sollte man versuchen, sich so unauffällig wie möglich wieder aus dem Staub zu machen. Ja, wie gesagt, das ist ein Löwe, der hat mit Menschen Erfahrungen gemacht. Das ist kein wildlebender, natürlicher Löwe. Es ist ein Löwe, der irgendwas mit Menschen schon zu tun hat. Es ist möglicherweise also ein Raubtier, das keine Angst vor Menschen empfindet. Und in diesem Fall gelten die allgemeingültigen Verhaltensregeln nicht mehr, die in freier Wildbahn vielleicht was bringen würden. Wenn du diesem Tier begegnest und es möglicherweise dich gesehen hat und jetzt auf dich zukommt, kannst du noch versuchen, mit ihm zu sprechen. Ja, das ist kein Scherz. Denn vielleicht haben seine ehemaligen Besitzer auch zu ihm gesprochen und es kann sich vielleicht irgendwie damit identifizieren. Versuch nicht, das Tier zu vertreiben, laut zu werden oder davon zu laufen. Was macht man, wenn man von einem Löwen angegriffen wird? Ganz ehrlich, von einem Löwen angegriffen werden ist scheiße. Alles, was du da noch tun kannst, ist vielleicht zu versuchen, so mit deinen Händen und mit deinen Armen irgendwie so deinen Hals zu schützen, dass er da nicht direkt reinbeißen kann und dann zu hoffen, dass das Tier möglicherweise sein Interesse an dir verliert oder rechtzeitig Hilfe kommt. Aber ein Löwenangriff ist halt nicht so toll. Ein männlicher Löwe wird ungefähr 200 Kilogramm schwer und die weiblichen Löwen werden so zwischen 120 und 150 Kilogramm schwer. Es ist also auf jeden Fall ein Tier, das deutlich größer ist als ein Mensch und einem Menschen in absolut jeglicher Hinsicht überlegen ist. Löwen töten Büffel und kleine Giraffen und sogar kleine Elefanten, okay? So, als Mensch hast du da gar nichts auszurichten. Löwen sind extrem schnell und sie können in der Dunkelheit sehr gut sehen. Das bedeutet, dieser Löwe wird sich tagsüber wahrscheinlich nicht blicken lassen, sondern sich in der Nacht bewegen. Im Idealfall sollte man jetzt noch bevor die Nacht hereinbricht, einen größeren Kreis um dieses Gebiet ziehen, wo dieser Löwe gesichtet wurde und dann dieses Gebiet während der Nacht überwachen, dann kann man ihn vielleicht noch erwischen. Ich hoffe, dass dieses Tier nicht getötet wird, sondern dass es irgendwo hinkommt, wo es noch ein einigermaßen angenehmes Leben führen kann. Wenn du Fragen hast, schreib sie in die Kommentare und wenn du mehr über große Raubtiere lernen willst und lernen willst, wie man Begegnungen überlebt und wie man sich in ihrem Lebensraum richtig verhält, zum Beispiel beim europäischen Braunbär, schau dir gerne auch das Video hier im Abspann an. Wir sehen uns. Bis gleich. Tschüss.